Bis 1945 wurde die BMW R75, das sogenannte Wehrmachtsgespann, für die Wehrmacht in Eisenach von BMW gebaut. Nachdem die DDR gegründet war, entschloss man sich 1952 auch eine eigene Armee in der DDR aufzubauen. Das ehemalige BMW-Werk in Eisenach hieß heute EMW, Eisenacher Motorenwerke, und bekam den Auftrag, auf Grundlage der BMW R75 ein verbessertes Gespann zu entwickeln. In 90% der Punkte kopierte man die BMW R75. Das Einzige, was man wirklich neu konstruierte, war der Motor. Man hob beide Zylinder um ungefähr 10 Grad an und erhielt dadurch wesentlich mehr Bodenfreiheit. Das Zündmagnet wurde vorne unter einem großen Motordeckel gesetzt und ist eine DDR-Konstruktion. Die Lampe wurde von der russischen Molotow genommen und auch der Tachometer war aus eigener DDR-Produktion. Das Boot wurde vorne ein gutes Stück gekürzt. Hierdurch wurde das Gespann wesentlich geländegängiger, da beim Durchfahren von Gräben nicht immer die Gefahr bestand, dass der Vorderteil des Bootes sich ins Erdreich eingrub. Das Gespann in seiner Silhouette seitlich sieht ähnlich der R75 aus, bis auf den Motor. Der Tank ist etwas eckiger gestaltet und auch fehlen doch die Aufschriften für Start und Fahrt sowie oben auf dem Luftfilterdeckel die Beschriftung für den Tankinhalt. Die Vordergabel hat keine Faltbälge, sondern ist wie die erste Ausführung der BMW R75 nur mit Blech verkleidet. Die gesamte Maschine wurde in Eisenach bei EMW entwickelt und dann nach Suhl zu AWO gegeben, wo man 10 Versuchsfahrzeuge baute und nach Werksangaben 14 Motoren. Die Fahrzeuge wurden dann an die KVP ausgeliefert, das war die kasernierte Volkspolizei, zur Prüfung und zu testen, um festzustellen, ob sie für die Armee brauchbar waren. Hier ist eins der seltenen Fotos, wo die KVP mit Oberleutnant Siegfried Neumeister eine AWO beim Tetrofer-Bergrennen testet. In einem Gespräch, was ich mit Oberleutnant Neumeister Anfang der 90er Jahre führte, bestätigte er mir, dass der Motor Probleme hatte, dass er hinten an der Schwungscheibe häufiger Risse bekam und zur Kurbelwelle hin abriss. Auch das von der russischen Molotow übernommene Kardangelenk wäre zu schwach gewesen und häufiger abgerissen. Man habe deshalb die Maschine nicht als truppentauglich eingestuft. Anfang der 90er Jahre schrieb ich ein Buch über die Verlegung der BMW R75-Produktion von München nach Eisenach. Ich besuchte das Eisenacher Archiv und ich durfte dort selbst in den Unterlagen stöbern. Man hatte nur eine dünne Kladder über die BMW R75 dort angeblich gefunden. Ich sah aber dann eine weitere Kladde, die wesentlich dicker war und beschriftet war mit BMW 286. Und ich wusste, das war der Seitenwagen des Wehrmachtsgespannes. Mit Erstaunen stellte ich fest, dass dort viele Zeichnungen über einen mir unbekannten Motor waren. Er hatte die Nummer 2753. Normalerweise haben alle BMW R75 2750. Es musste also eine Neukonstruktion sein, was sich auf der Zeichnung ergab, denn sie waren 1953 angefertigt. Mit Erlaubnis des Archivaren durfte ich mir von dem gesamten Zeichnungssatz Kopien machen. Dieser Motor war mir dann trotzdem unbekannt, auch nachdem ich zu Hause danach geforscht habe, welcher Motor es sein könnte. Wie bekam ich jetzt meine AWO 700 oder EMW R70, je nachdem wie man sie nennen will? Anfang der 90er Jahre kam ein Kabelverleger in der Nähe von Rostock in ein kleines Dorf und er interessierte sich schon seit längerer Zeit für Motorräder und versuchte immer, ob es irgendwo etwas zu kaufen gab. Dort entdeckte er in einem Bauerngehöft ein Gespann und kaufte es. Er kaufte es als BMW R75, da er auch nicht genau wusste, was es war, aber die BMW R75 kannte er. Als ich mir zum ersten Mal die vermeintliche BMW R75 ansah, um diese zu kaufen, war sie noch ohne Motor und sah sehr verbastelt mit vielen russischen Teilen für mich aus. Aber dann, als ich das zweite Mal dahin kam, hatte er den Motor dort und ich erkannte direkt, dass dies der Motor war, der in dem Eisenacher Archiv in den Zeichnungen vermerkt war.
Weitere Recherche ergab dann, dass es tatsächlich eine AWO 700 im Originalzustand war. 2008 erhielt ich dann einen Anruf von einem Herrn in Dresden, der den vorherigen Besitzer aus Dresden kannte, der die Maschine nach Rostock verkauft hatte. Dieser hatte als Student 1960 die Maschine gekauft in einer Werkstatt, wo diese Maschine zur Reparatur war. Sie war bei der GST, Gesellschaft für Sport und Technik, im Einsatz gewesen und nachdem sie einen Schaden hatten, war sie aussortiert worden und an einen privaten Händler veräußert worden. Der Besitzer hat dann das Motorrad über Jahre gefahren, im normalen Straßenverkehr, auch für Urlaubsreisen, und er erzählt auch davon, als er sein Haus gebaut hat, hatte er es benutzt, um damit Steine, Zement und alles Mögliche zu transportieren. Als er dann einen Trabant kaufen konnte, hatte das mittlerweile etwas ramponierte Gespann, aber was immer noch voll ganz gut fuhr, beiseite gestellt und einige Jahre später zu einem Herrn in der Nähe von Rostock verkauft. Allerdings hatte er das Typenschild abgebaut und hatte dieses irgendwo aus Erinnerung behalten. Die Fotos hat er mir dann zur Verfügung gestellt und auch das Typenschild hat er mir dann zugeschickt. Auf dem Typenschild ist an und für sich relativ klar zu sehen, dass es ein EMW-Typenschild ist, denn es hat Typ 275-3 als Typenbezeichnung. Es wurde aber bei AWO gefertigt, dieses Gespann, und darum nennen wir es heute AWO 700. Es könnte auch genauso gut heißen EMW R70. Darüber streiten sich noch einige der Gelehrten. Auch die vordere Bremsankerplatte ist eine Neuanfertigung. Das Boot, der Rahmen, ist in der gleichen Art gefertigt. Die Klappe ist anders gelagert und hat einen anderen Mechanismus zum Öffnen. Hiermit kann man an für sich die Klappe besser, nämlich leiser verschließen, als immer die Klappe der BMW R75, die nur durch lautes Zuschlagen zu schließen ist. Auf der Schaltkulisse steht L für langsam und S für schnell. Das Kardangelenk der Molotow hätte man besser nicht genommen, denn das war absolut ein Schwachpunkt und riss sehr leicht ab. Die Heckklappe hinten ist nur an zwei Punkten aufgehangen und nicht mit einem großen Scharnier wie bei der R75. Der Zylinderkopf der AWO 700 oder EMW R70, je nachdem wie man möchte. Die Vergaser stammen von der Berliner Vergaserfabrik. Unter dem großen Vorder- und Motordeckel ist das Zündmagnet und die Lichtmaschine untergebracht. Das Zündmagnet, muss ich sagen, ist bei weitem nicht so gut wie das von Bosch, hat einen viel zu kleinen Nocken und lässt sich sehr schlecht einstellen. Die Zünderplatte einen 170 Grad Motor, das heißt 5 Grad war jeder Zylinder angehoben. Die AWO hat ihn 10 Grad angehoben, das sieht man eindeutig, dass dadurch die AWO mehr Bodenfreiheit bekommt als die Zünder. Noch extremer ist der Unterschied zwischen der BMW R75, der einen 180 Grad Motor hat, also 0 Grad Anhebung, und AWO, die 10 Grad höher sitzt und damit wesentlich bessere Bodenfreiheit bietet. Wer sich wundert, dass es einige Fotos gibt von der AWO, von meiner AWO, in einer Olivenfarbe, dann muss ich sagen, dass die AWO zuerst in Oliv von der kasernierten Volkspolizei, diese Farbe, umlackiert wurde und danach, nach Recherchen, festgestellt wurde, dass alle Maschinen in Schwarz ausgeliefert wurden
um sie eben als private Maschinen nicht kenntlich zu machen, dass sie dem militärischen Bereich angehörten, als sie im zivilen Bereich gefahren wurden. Deshalb, heute ist meine AWU wieder schwarz, wie sie sein sollte.